zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Ultramond. Und hier ist Holly. Hab ich gar nicht gesehen. Wenn ich auf meine Inselwanderschaft zurückblicke, kommen mir viele gute Erinnerungen in den Sinn. All die Menschen und Pokémon, denen ich mit meinem Fuego begegnet bin. Aber auf uns warten noch viel mehr Pokémon. Deshalb ist meine Inselwanderschaft auch noch lange nicht vorbei. Okay. Na gut. Gehen wir hier weiter. So, hier ist der Lili. Dusty, vielen Dank, dass du Wölkchen damals gerettet hast. Wölkchen. Von so weit her kamst du damals zu uns. Sieh nur, wie sehr du dich verändert hast. Und was habe ich nicht alles an deiner Seite erleben und sehen dürfen. Dusty, ich weiß, das kommt jetzt etwas plötzlich, aber ich würde Wölkchen gerne in deine Obhut geben. Soweit ich weiß, würde auch Necrozma davon profitieren, dadurch Wölkchens Nähe sein Durst nach Licht gestillt würde. Außerdem sind Pokémon bei dir einfach am besten aufgehoben. Ich habe wirklich lange nachgedacht und, Dusty, darf ich dich um etwas bitten? Würdest du gegen meinen Freund antreten und ihm in einem Pokémon ein Zuhause geben? Yo. Am besten speichern. So. Mahina! Lunala. Schmeiß mal einen Flottballwix an. Zack. Oho. Gut, Fensterball. Okay. Luxusbälle, Freundesball, Turboball, Schwerball, Levelball, Mondball. Nein, nein, nein. Meisterball, nein, nein, nein. Hier schmeißen. Schmeißen. Hyperball. Beim Hyperball bleibt er drin, oder was? Okay. Na gut, wenn es so sein soll, dann ist es so. Öffnet es eine Ultrapforte, ebnet es mitunter für fremde Kräfte und Lebewesen den Weg in unsere Welt. So, PC-Box. Pokéball einzusammeln? Was? Lunala, nein. Wölkchen. Das ist ab jetzt dein Trainer. So etwas wie dein Vater. Er wird sich gut um dich kümmern. Dass du mir also schön auf ihn hörst. Wölkchen. Denn Licht leuchtet für alle. Und wenn es jemandem gelingt, anderen ein Lächeln auf die Lippe zu zaubern, dann bist du das. Dusty, ich glaube an dich. Wölkchen, ich verspreche dir, stärker zu werden. Bis es jedoch soweit ist, liegt es diesmal an dir, ein Auge auf mich zu haben, einverstanden? Dusty, hier, das trug Wölkchen bei sich. Bitte pass gut auf drauf auf. Lunalium Z.
Und dann lass dich. Weiter geht's. Okay. Die Brücke ist wieder hergestellt. Und jetzt gehen wir zu Capo Ricky. Zum Schrein. Huch, ist da ein Item hier? Ein Elektrosamen. Ruinen des Krieges. Hier ist gerade überhaupt nichts los hier mit Felsen und so. Können wir einfach durchmarschieren. Und wollen wir mal speichern. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Ricky! So, der ist ein bisschen hart, Nick, hier. Da müssen wir aufpassen jetzt. Ist das auch ein Level 60er? Okay. Müssen wir mal gucken. Versuchen wir mal mit Eisstrahl. Das ist optimal. Hyperball. Wie viele Fangbon haben wir denn? Zwei Stück? Ne, brauchen wir nicht. Ja. Zweimal. Okay. Magnezone wäre, glaube ich, eine bessere Variante. Könnten wir vielleicht mal vorher uns Gedanken machen sollen, aber egal. Drin ist er. Sehr schön. Und 74 für Magnezone. Du hast ein Schutzpatron-Pokémon registriert. Der Schutzpatron Mele Meles Gebiet über Blitz und Donner. Dieses lebhafte, neugierige Pokémon zeigt sich ab und an den Menschen. So, PC-Box. Gut. Huch. Als den Z-Kristall Kapium Z. Nice. Gut. Geht ja richtig flott. Momentan. Ich glaube, bei Capo Toro wird es wieder anders aussehen. Freue ich mich schon drauf nicht. So. Wo haben wir denn hier einen Beleber? Da. Nein. Hier. Am besten, glaube ich, noch mit Top Genesung noch obendrauf. Das ist auch, ja. Vollständig geheilt ist. So, dann auf zum nächsten Schrein. Das wäre auf Agala. Wo war das denn hier? Hier, genau. So, Ruinen des Lebens. Hier haben wir noch ein kleines Rätselchen.
So, hier das rein. Okay. So, Kapukime sollte hier sein. Wenn ich mich recht erinnere. Fala! Okay, nee, Kapufala, okay. Okay. Psycho. Machen wir mal Eisstrahl. Das ist optimal. Das ist wirklich optimal gerade gelaufen. Aber leider lässt sich gerade nicht fragen. Ist gerade ein bisschen doof, aber na gut. Mensch. Aber umso besser. Versuchen wir mit einem Fensterball. Ist doof. Na gut. Luxusbälle, Freunde, nein, 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 nein. Gut, dann. Ups. Ich wollte eigentlich einen Ball einsetzen. Hoppala. Hm. Ja, siehst du, bei Kapufala ist es schon wieder eine ganz andere Hausgeschichte hier. Aber ich hoffe, dass wir das in diesem Part hinbekommen. Zumindest diese Pokémon zu ergattern. Problem ist, wenn wir jetzt angreifen, 100 Pro wird er besiegt. So, Hyperball. Okay. Hm. Komm noch mal. Mensch, Kapu.
Falla. Warte mal. Ich werde erstmal jetzt eine Top-Genesung einsetzen. Ist, glaube ich, erstmal die klügere Variante. So. Hyperball. Ja? Och komm, Mensch. Jetzt muss da auch was kommen hier. Ja? War schon einen richtigen Ansatz gemacht? Muss nur weiterführen. Tja, das gibt's nicht. Aber ich sag mal so, besser als Lunala. Auf jeden Fall. Jetzt wenigstens ein bisschen Spannung drin hier. Mhm. Nein. Ja. Nein. Du machst immer gute Ansätze, mein Freund. Aber warum führst du die nicht fort? Das ist mal eine persönliche Frage mal an dich. Ja, nicht anfangen zu denken und abbrechen, sondern du musst es schon fortführen, mein Freund, ne? Also, kannst du doch nicht einfach aufhören, mittendrin. Wenn du bei Netto an der Kasse arbeitest, kannst du auch nicht einfach sagen, wenn du hier Produkte einscannst und sagen, ja, ich mach mal Feierabend, ne? Das kannst du auch nicht machen, also du kannst ruhig schon in deinem Hyperball bleiben, ne? Also würde ich so meinen, ne? Ich hab gesagt, wie hoch ist jetzt? Guck dir den Spitzerangriff an. Es wäre echt dämlich, wenn wir jetzt angreifen würden. Ja, das ist gut. Nein, nicht kurz vor Schluss jetzt aufgeben, mein Freund. Das kannst du nicht machen. Denk an die Person von Lidl, ne? Oder von Aldi, oder von Netto, oder von Penny, was auch immer. Oder vom Groschenmarkt, keine Ahnung. Muss doch irgendwann mal reinkommen. Und wenn du schon den richtigen Ansatz gefunden hast,
Warum führst du das denn immer nicht fort? Hm? Musst du doch wissen, hör mal. Oh Mensch, Körperfaller. Nein, ach, was mache ich denn? Und wobei, eigentlich ist das keine schlechte Idee. Überlege gerade, vielleicht sollen wir jetzt mittlerweile mal einen Timer bei einsetzen. Vielleicht ist es schon die Zeit dafür. Da steht da wegen Timerball und so. Okay. Dann machen wir was draus. Mhm. Weil die Zeit zu knapp war. Aber das ist schon mal ganz gut eigentlich. Warte mal, dann machen wir das nochmal. Ja, okay. Also Capofana hat heute irgendwie ihre Tage. Anscheinend. Finsterball, Luxusball. Ach, alle Scheißbälle hier. Meisterball ist der größte Rotz hier. Hier, schmeißt einen Heilball, Mann. Passt zu dir, der Drohsanne. Ja, bleib ruhig drin. Ist schön angenehm dort. Primärball. Überball. Wie sieht's denn damit aus? Kein Bock, ne? Ja, merk schon. Ich erinnere mich ein bisschen an den Ultramond, an Pokémon Mond. Einmal genau dieselbe Situation gehabt. Ich versuche noch einmal mit dem Hyperball. Und danach schmeißen wir nochmal einen Timer beim. Es sei denn, es klappt jetzt so. Na gut. Ja. Wie nicht gut. Irgendwie nicht gut. Ach, Mann. Überball. Jawohl. Na, siehst du, geht doch. Hast du dich endlich eingekriegt, ja? Ich sag ja, Capofana, du musst deinen Denkeinsatz zu Ende führen, sonst kommst du nie an dein Ziel. Oh Mann. So. Obwohl man es Schutzpatron nennt, verkörpert es sein zugleich unschuldiges und grausames Gemüt, das zwiegespaltene Wesen der Natur. So, nein. PC-Box. Oh.
Okay. Das ist ja wunderschön. Jetzt geht's nach Ula Ula, ne? Oh nein, Capotoro. Scheiße. Ich freue mich nicht drauf. Ich freue mich überhaupt nicht drauf. Oh nein, oh nein, oh nein. Ruin des Gedeihens. So, jetzt mal Top-Genesung hier, zack. Gut. Und weiter geht der Spaß. Oh Mann, so. Wo müssen wir... Ach so. Ich hab gerade überlegt. Den würde ich jetzt bis nach hinten donnern. Ja, und den schieben wir einfach bis da oben. Na. Gut. Sehr schön. Okay. Sechster Versuch. So. Vielleicht sollten wir mal Magnezone oder so einsetzen. Ich glaube, Primarina ist einfach zu stark für ihn. Triplette machen wir mal. So. Ladungsstoß. Sehr gut. So. Mist. Also auf einem guten Stand ist er ja, ne? Aber wir müssen trotzdem irgendwie gucken.
dass er jetzt immer mal drinnen bleibt hier. Okay. Kleinen Moment. So, weiter geht's. So. Ja? Scheiße. Komm nochmal. Ich hasse Kabutoro. Nochmal. Das gibt es nicht. Fast. Pilippe.
Ja? Jawohl. Na, endlich. Oh Mann. Als Gebieter über die Pflanzen macht Ula Ulas Schutzpatron mit seinem Schweif auf sich aufmerksam, um unnötige Kämpfe zu vermeiden. Okay. So, dann auf zum nächsten Schrein und zum letzten. Und dann hatten wir das... Okay. So. Jetzt müssen wir hier hin. Ruin der Heimkehr. Wollte ich eigentlich noch mal ein bisschen heilen. Ich suche gerade Beleber. Ach, da. Vielleicht sollte man Magnetzonen nach vorne setzen. Das ist, glaube ich, eine gute Combo, würde ich sagen. Okay. Also zack. Bin nach vorne. So. Ja, ist schon alles bearbeitet hier. Okay. Kima. So. Kapo Kima. Okay. Ladungsstoß. Na, das war jetzt eine Lachnummer. Da schneide ich jetzt nicht. Da schneide ich jetzt nicht. So, nochmal. Okay. Wir können es ja mal mit einem Flottball versuchen. So. Ja. War mir schon klar.
Ja, gut. Triplette, würde ich sagen. Mal normal. Vielleicht kann das Netz bei uns Netz gehen. Weil es ein Wasser-Pokémon ist. Der Ansatz ist gut. Machen wir nochmal. Eigentlich gar keine schlechte Idee gerade. Ja, jetzt hat's nicht mehr so. Okay. Hyperball. So. Na gut. Also mal nochmal mit dem Hyperball. Warte mal. Ich versuche das jetzt einfach mal. Okay, cool. So, sparen wir jetzt ein bisschen Zeit. So. Pilipper zu 73. Wunderbar. Man bezeichnet es zwar als Schutzpatron, doch all jene, die sich ihren unbedacht nähern, werden von furchtbaren Katastrophen heimgesucht. So. Das war Pokémon Ultramond mit diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im nächsten Part gehen wir durch die Ultrapforten und holen uns da die restlichen legendären Pokémon. Okay. Wie dem auch sei. Macht das gut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.